Jens Weißflog war am 9. Dezember auf Einladung der Bücherwelt Schwarzenberg im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema zu Gast. Im Gepäck hatte er seine Autobiografie Geschichten meines Lebens. Im Gespräch mit Thomas Narendorf, Sportredakteur der Chemnitzer Morgenpost, erzählten der Erzgebirger und der Vogtländer Manfred Deckert Geschichten und Anekdoten aus ihrem Skispringerleben. Wie Jens Weißflog berichtete, ist seine Biografie nicht des Geldes wegen entstanden. Und auch nicht, weil er wissen wollte, ob er mehr Bücher verkaufen kann wie Sven Hanna Wald. Den Ausschlag gab, als der Autor Egon Theiner im vergangenen Jahr zu ihm sagte: Pass mal auf, nächstes Jahr gibt es 3 Jubiläen. Also erstens 30 Jahre Sarajevo, also Olympiasieg, 20 Jahre Lillehammer und dann wirst du auch noch 50. Und dann dachte ich, nicht wegen der Jubiläen Sarajevo und Lillehammer, aber es passt natürlich auch super zusammen, aber mit 50 könntest du es machen. In 10 Jahren, so der Oberwiesenthaler weiter, kennen ihn vielleicht schon viele nicht mehr. Die bei der Buchvorstellung in Bad Schlema dabei waren, kannten Jens Weißflog zumeist ziemlich gut. Sie waren froh, mit dem inzwischen 50-Jährigen ins Gespräch zu kommen oder ein Autogramm in das Buch Weißflog – Geschichten meines Lebens zu bekommen.